So, starten wir von hier aus nochmal. Ziehen hier einmal rüber. Und dann gehen wir hier runter. Hier Abkürzung freigeschaltet. Einmal hier runter. So, powermäßig hier rüber. Ah, jetzt ist unsere Leiche hier, komischerweise. Das passiert natürlich manchmal. Halb so wild. Und jetzt machen wir hier einfach einen Doppelgänger mit einer Kante. Der kann nämlich dann da reinlaufen schon mal. So, den will ich auf jeden Fall platt machen. Und der macht sonst Probleme. Ansonsten hier Doppelgänger wieder machen. So, wir heben uns jetzt die Magier da oben auf. Damit wir uns da immer wieder schön aufladen können. Die Magier heilen ja eigentlich nur. Und hier, der hier hält es ordentlich aus und da können wir schön die Punkte aufladen. Und der macht auch nicht so viel Schaden. Von daher passt das. So, Doppelgänger wieder hier setzen. Zack. So, gehen wir wieder rein. Können natürlich erst noch ein bisschen heilen. Das geht auch. Da brauchen wir ja nur die lilane Energie. Das ist okay. So, jetzt ist der wieder voll, das kann man sich wieder aufladen an dem. Das ist gar kein Thema. Ja, ist auch kein starker Gegner. So, jetzt können wir hier hin. Ja, Doppelgänger rein in die Hütte. Ja, jetzt können wir hier uns wieder aufladen. Machen wir jetzt auch mal. Aufpassen, dass der eine Geist nicht stirbt. Sich immer so selber so ein bisschen heilen. Jetzt ist hier schon bewusstlos. Das ist okay. Gehen wir wieder zurück. Machen hier wieder Doppelgänger. So. Ein bisschen heilen, ein bisschen aufladen. Alles gut. So, hier ist wieder unser Gegner. Und wieder mal alles sammeln. Kann ja ruhig ab und zu mal auch einen von dem boxen. Das ist nicht so wild. So, Doppelgänger wieder am Start. Gehen wir da rein. Und machen wieder ein. Prinzip ist klar. Denke ich mal. Und das können wir jetzt fortführen, bis wir 100 Doppelgänger haben, theoretisch. Und so wird der Boss natürlich ein leichtes, sage ich jetzt mal. So, haben wir wieder einen. Gehen wir wieder hier hin. Doppelgänger, die freuen sich da schon auf den Kampf. Die sind schon richtig kampfbereit, die Jungs da. Und wenn ihr zu viele Doppelgänger habt, dann wundert euch nicht, da geht manchmal der Sound so ein bisschen down. Ist aber gar nicht wild. Alles gut. So, machen jetzt nochmal einen, danach muss ich auch nochmal heilen. So. Hier machen wir jetzt noch einen drin. Was haben wir denn jetzt schon? 7, 8. Hier nochmal einen rein. Ihr seht, der Sound ruckelt schon. Das hört ihr jetzt schon. Heilen uns doch mal einmal durch. So. Gucken wir wieder, dass wir hier wieder unsere Mana aufladen. Das funktioniert schön. Und einen machen wir uns noch. Wie gesagt, man kann das unendlich weit vortreiben. Kann jetzt hier so lange Doppelgänger machen, wie man will. Bis die PlayStation explodiert. Oder was ihr auch immer habt. Ja, jetzt gehen wir halt nur noch mal einmal hier hin zum Schluss, um uns noch mal komplett aufzuladen. So, das reicht dann aber auch. Ja, dann können wir uns hier voll heilen. Ja, und jetzt gehen wir eigentlich rein. Jetzt gucken wir, dass alle Leute drin sind. Und gehen wir dann rein, dann geht nämlich die Tür zu. Und dann sind wir hier mal 8 Leute drin. Gegen den Laios. Und ja, dann stellen wir uns hier einfach die Kante. Jetzt geht es nur darum, um zu gucken, dass wir halt ordentlich ausweichen. Weil mit diesen roten Schüssen, das kann jetzt manchmal ein bisschen verwirrend werden. Und hier diesen Schlag, da müssen wir auch ausweichen, unbedingt. Ja, und wenn wir es gut machen, können wir sogar direkt noch einen Doppelgänger reinholen. Ja, aber wenn die Hand hochgeht, müssen wir natürlich weg. Ja, und der kümmert sich jetzt um die Doppelgänger natürlich. Der Sound ruckelt wie Hölle. Das ist aber vollkommen normal. So, können wir jetzt nochmal Doppelgänger holen. Kommt der da? Man muss aufpassen, dass wir hier hüpfen.
ordentlich, wenn es genug Schaden gibt. So. Und da ein bisschen natürlich auf die Energie auch achten. Das ist jetzt wichtig. Ja, jetzt sind schon einige Doppelgänger weg. Also umso mehr auf die Energie achten. Können ja aber noch mal eine schaffen gleich. So. Jetzt hier alles drauf, alles drauf gestetzt. Die sind zwar ein bisschen blöd hier, die Doppelgänger, weil die immer auf die Mitte hauen. Das ist aber halb so wild. Können wir noch mal einen machen. Das ist halb so wild. Die machen trotzdem Schaden. Ganz ordentlich sogar. Ein bisschen aufpassen wegen den Zacken auch. So, und dann haben wir ihn schon. Makellosen besiegt, Mondholunger geheilt,